Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Den heutigen Tag sollten wir rot im Kalender markieren. Vielleicht ist er der Beginn eines Siegeszuges der Logik in der Politik. Denn wie du im Titel gelesen hast, ist es endlich soweit. Es ist ein Quant an Vernunft in die Diskussion um Drogen, speziell Cannabis, eingekehrt. Der Bundestag gibt Cannabis auf Rezept frei, das sogar von den Krankenkassen bezahlt wird. Bevor nun alle anfangen zu jauchzen, die an ernsthaften Schmerzen oder anderen Symptomen leiden, bei denen diese Pflanze hilft, müssen wir uns die Entscheidung etwas genauer anschauen. Man muss schwer krank sein, bevor man Cannabis überhaupt verschrieben bekommen kann. Natürlich ist es dann auch nur in der Apotheke erhältlich. Unsere liebe Drogenbeauftragte, Frau Mortler, von der man schon mal Bilder im Internet findet, wie sie mit einer Droge posiert, die für wahnsinnig viele Todesfälle verantwortlich ist und der nichts Positives abzugewinnen ist, bis auf den Umstand, dass sie in der Industrie als Lösungsmittel Verwendung findet, hat dazu Folgendes gesagt. Wem Cannabis wirklich hilft, der soll Cannabis nun auch bekommen können. In qualitätsgesicherter Form und mit einer Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen. Ja, man kann hier noch erwähnen, dass eine weitere beliebte Droge, die ein gutes Insektizid abgibt, noch immer frei in den Supermärkten zu haben ist. Doch das ist jetzt nicht das Thema, es soll ja um Cannabis gehen. Bisher war für den legalen Gebrauch von Cannabis eine Ausnahmegenehmigung nötig, die nur 647 Mal vergeben wurde. Nun ist nur noch ein Rezept vom Arzt notwendig, in der Apotheke soll es dann Cannabisblüten und Extrakte geben. Um nun das von den Krankenkassen bezahlt zu bekommen, muss man gleichzeitig an einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen, die die Wirkung der Cannabis-Arzneimittel herausfinden soll. Der Eigenanbau bleibt jedoch weiterhin verboten, mit der Begründung, es gebe die Gefahr von mangelnden Qualitäts- und Sicherheitskontrollmöglichkeiten. Meine Meinung zu einer der Folgerungen dieser Entscheidung ist, dass damit ziemlich viel Steuergelder gespart werden können. Wenn bisher jemand mit geringen Mengen Cannabis von der Polizei erwischt wurde, wurden teure Maßnahmen eingeleitet und hinterher ist dem Verdächtigen doch nichts passiert. Wenn es das jetzt auf Rezept gibt, kann durch den Besitz kleiner Mengen nicht sofort ein Verfahren eingeleitet werden, da der Besitz und das Mitführen rezeptpflichtiger Medikamente an sich nichts Problematisches darstellt. Meiner Meinung nach sollte, sobald die Studien abgeschlossen sind, Cannabis auch ohne Rezept in Apotheke erhältlich sein.